Okay, wir sind bereit, uns den Leveln, Räumen zu stellen im RNG-Turm, Schloss, wie auch immer. Letztes Mal Vorbereitung und heute haben wir hoffentlich innerhalb dieses Parts irgendwann dann mal Erfolg. Ich bin sehr, oh, ich muss wieder hinlaufen, okay. Das verstehe ich zum Beispiel noch nicht so ganz, aber ist in Ordnung. Ach so, weil ich es nicht geschafft habe, hat er auch nicht gespeichert, dass ich da hingelaufen bin, ja? Ne, hier bin ich falsch. Nach links, links muss ich, ne? Genau, hier sind wir. Bei Absolute RNG. Let's go. Okay. So, den Raum kennen wir. Also, wir dürfen jetzt so gut wie alle Räume kennen. Manche wissen wir schon, wie man sie recht gut löst, und manche. Ah, okay. Das hätte gut klappen können. Naja. Und manche noch nicht. Oh, der zum Beispiel. Weiß ich nicht. Oh. Oh, okay. Den hatte ich, glaube ich, einmal bisher gesehen. Ich glaube, einmal hatten wir den jetzt bisher. Aber nicht öfter. Okay, den kennen wir. Es wird halt jetzt wirklich. Ah, Mist. Es wird halt eine ziemliche. Ja, es ist klar. Ich muss es nicht dazu sagen. Es ist eine ziemliche Glückssache, was für Räume man bekommt. Das ist ja gerade das Gimmick des Levels, ne? Das ist ja gerade dieser RNG-Faktor. Man braucht wirklich Glück, hintereinander fünf Räume zu bekommen, mit denen man gut umgehen kann. Das ist das erste Mal, dass wir den Raum schaffen. Chillig. Ja, und da muss ich. Ah, das. Okay. Okay, den können wir auch schaffen. Leider ist das jetzt wieder der Raum 1. So, aber egal. Oh, den. Ich weiß, wie er geht, aber ich habe ihn noch nicht geschafft. So, das ist der Punkt. Ich weiß, wie er geht, aber ich habe ihn leider noch nicht geschafft. Den haben wir, glaube ich, zu einem Stück mal gehabt. Ah, da muss ich direkt. Okay, da muss ich direkt mit dem Spin Jump. Ja, gut. Nächstes Mal weiß ich es wieder. Oh, der Raum. Okay. Ja, und dann mit Spin Jump rüber. Okay. Den haben wir jetzt schon öfter gesehen, aber noch nie geschafft. Der ist auch klar, wie er funktioniert, nur der ist halt, der ist so ein Präzisionsraum. Okay, den haben wir noch nie geschafft. Ja, das war doch ein guter Start. Wir haben immerhin mal die Bombe getroffen. Okay, den Raum schaffen wir. Den kennen wir jetzt mittlerweile schon ganz gut. So. Den haben wir mal gesehen, aber nicht geschafft. Weil ich da noch nicht wusste, wie genau ich mit dem Viech umgehen muss am Anfang. Ich weiß es leider immer noch nicht. Okay, jetzt haben wir den wieder. Interessant, dass der jetzt so oft kommt. Oh, da war ich zu schnell. Da war ich zu schnell. Das hat diesmal nicht gepasst mit dem Ding. Okay, den kennen wir auch. Das wäre auch ein dankbarer Raum, wenn wir den bekommen würden im Laufe der Zeit. Oh, der ist nicht so. Der ist nicht so. Ja, den weiß ich noch nicht, wie ich mit dem umgehen muss. Den kenne ich. Den können wir auch schaffen. Gut. So nicht. Aber grundsätzlich schon. Jein. Ja, so nicht. Ja, bin ich immer falsch abgesprungen. Ach so, okay, ich bin doof. Ich kann es an. Ja, ich habe eine Strategie für den Raum. Ich habe eine Strategie für den Raum. Ich hab das gerade doof gespielt. Nevermind. So, hier muss dann halt dieser zweite Shelljump sitzen. Ja, oder auch der erste erstmal. Aber wir machen mal wieder die gute Musik an. Nein. Nein. Natürlich. Doch, die lassen wir jetzt auch dann. Wir haben ja. Ups, das war der falsche Knopf. Wir haben ja schon alle Lieder gehört bisher. Ich finde, das ist optimal hierfür. Nein, ich war wieder zu bald. Okay, ich muss ein bisschen später abspringen. Oh, das war gut.
Jetzt wären wir mal richtig weit gekommen in dem Raum. Okay, der ist auch chillig eigentlich. Man muss nur wirklich gut springen. Ah, mit bisschen mehr Anlauf. Mit bisschen mehr Schmackes noch. Oh, ah, da kommen Kanonen jetzt raus, ne? Ja, stark. Da muss ich direkt auf die Sprungtaste gehen. Okay, den Raum kennen wir und können wir auch. Der sollte keine Probleme, jawohl, der sollte keine Probleme bereiten. Okay, den hatten wir schon mal so ein bisschen gesehen und dann leider verhauen. Aber auch der sollte im Bereich des Möglichen sein. Aber wir haben ihn noch nicht sehr weit gesehen. Nein! Ah, oh, schade. Den könnte ich mir aber auch vorstellen zu schaffen. Ah, den kann ich mir nicht vorstellen. Der ist komisch. Da kommt dann irgendwie da oben noch eine Shell runter und keine Ahnung, was man da alles machen muss. Okay, den kann ich mir vorstellen zu schaffen. Muss man halt nur gut timen, ja. Muss man halt nur gut timen. Muss man halt lernen. Den kriegen wir hin. Also den habe ich schon öfter. Ja. Wäre okay gewesen. Bin zu hoch gesprungen, aber... Ja, der ist, da passieren Dinge. ich habe keine Ahnung, was ich bei dem machen soll. Okay. Den haben wir... Das war mal unser Raum 5. Und dann haben wir den versaut. Und das wäre es gewesen. Das hätte ich damals machen müssen, als es Raum 5 war. Okay. Okay, auch den können wir. Hey, ich hab's im letzten Part schon gesagt. Wenn das Raum 5 ist und ich knall da einfach in den Abgrund rein. Uff. Schwierige Momente. Okay. Aber manche Level kommen auch ein bisschen öfter, ne? Level sag ich schon, Räume natürlich. Oh, lol. Das hat ja gar nicht hingehauen. Ah, das hat mir auch schon mal, aber nie geschafft, glaube ich. Ja, ah, ich muss oben weiterfahren. Ich muss oben weiterfahren. Okay, verstanden. Okay, den kennen wir. Den können wir eigentlich auch. Wenn wir nicht... Ja. Wenn wir nicht diesen Fehler machen, dann können wir den eigentlich auch. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay, mit bisschen mehr Anlauf. Und ein bisschen später springen wahrscheinlich auch noch. Jetzt. Ja. Oder überhaupt springen. Der Raum ist komisch, da weiß ich noch nicht so ganz. Weil egal wie ich's mache, ich lande in dieser Pflanze und sterbe. Da weiß ich auch noch nicht, wie die Reihenfolge ist. Also so jedenfalls nicht. Den Raum kennen wir und können wir auch. Ja, wenn nicht sowas passiert. Aber so, ich meine, in der Theorie können wir den Raum, so wie den hier. Da! Das war falsch rum. Okay, jetzt kann ich gucken, ob ich schlauer bin diesmal. Yes. Okay, nochmal drehen, nochmal andrehen. Nein! Das geht nicht, dass man das öfter andrehen kann. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies. Okay. Aber ich verstehe jetzt, wie der Raum gedacht ist. Okay, den kenne ich auch. Und kann ich auch, mittlerweile. Gar kein Thema. Okay, den kann ich auch. Nein, ich hab's versaut. Schade. Ich muss beim dritten muss ich rüber. Aber da bin ich leider so schlecht auf dem aufgekommen, dass ich nicht hingekommen bin. Okay, jetzt können wir mal gucken, wie das da weitergeht. Aber konnten wir dann doch nicht. Okay. Jetzt kann ich nochmal schauen, dass ich das hier gut erwische. Okay, ich muss ein bisschen eher. Also später. Oh, den weiß ich noch nicht, wie der funktioniert. Genau. Der ist auch ganz kritisch. Okay, den können wir. Nein! Da war ich zu gierig. Den könnte man auch schaffen mit ein bisschen Gefühl. Ja, mit ein bisschen Gefühl und Vorbereitung könnte man den schaffen. Den kann man auch schaffen. Ah, zu weit gesprungen.
Den habe ich schon oft geschafft. Der ist eigentlich... Eigentlich ist der garantiert zu schaffen. Oh, lass das bitte nicht in Raum 5 passieren. Oh, bitte nicht in Raum 5, so ein Quatsch. Das war der, wo der Fisch von der Seite kommt. Da weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Und der ist auch grundsätzlich, denke ich, drin. Ja, ja, der ist grundsätzlich möglich. Da war ich bisher immer so ein bisschen zu langsam. Ich glaube, ich verstehe jetzt erst, wie der Raum funktioniert. Wenn der kommt, muss ich den so erwischen, dass der stoppt und dann muss ich den mir mitnehmen. Das üben wir jetzt mal. Den Raum üben wir jetzt mal. Genau, genau. Und dann mit Shell Jump hoch. Ja, jetzt habe ich ihn gecheckt. Okay. Jetzt habe ich ihn gecheckt. Gut. Also ich werde jetzt auch mal... Ah ja, da habe ich ja gemeint, da kann ich vielleicht erst... Ja, da... Oh, kann ich nicht, weil dann der da oben kommt. Oh, ich muss direkt weiter. Okay. Ich kann nicht warten. Ich muss direkt weiter. Ah, falsche Taste. So, das ist... Jetzt hat es endlich mal geklappt. Genauso ist der Raum gedacht. Das ist eigentlich relativ einfach. Darf man halt nur nicht versauen. Ich habe ihn sogar mitgenommen. Den Schlüssel wollte ich gar nicht, aber ist okay. Okay. Kriegen wir hin. Wir kommen mal wieder in Raum 3. Scheiße. Doch nicht. Okay, den habe ich mittlerweile auch besser verstanden. Okay, den können wir jetzt auch mal üben. So, also die Idee geht runter und dann... Okay, und dann warte ich da. Dann warte ich auf dem, bis die nächste kommt. Ja. Ja. Bis die nächste kommt, warte ich. Dann fahre ich auf der mit. Boah. Ja. Ja. Na. So, bis hierhin fahre ich mit. Und dann muss ich nur noch ausweichen. Und dann kann ich durch die Tür. Okay, kein schöner Raum, aber machbar. Ja, den haben wir noch nie geschafft, aber ich weiß, wie er geht. Ja. Okay. Das wäre jetzt die Möglichkeit zum ersten Mal... Oh, das passt. Das passt perfekt. Okay, wir haben ihn zum ersten Mal geschafft, den Raum. Ah, den... Okay, den werden wir jetzt auf jeden Fall auch üben. Weil ich weiß, wie er geht. Ich habe es nur noch nicht geschafft. Da muss ich schnell hinterher, hinter dem Ding. Genau, genau. Und jetzt mit dem hochfahren. Richtig. Oh, ah, jetzt, okay. Okay, ich dachte, das andere Ding fährt mich hoch. Aber das Ding fährt mich dann hoch. Also so. Ich verstehe. Okay, dann können wir den jetzt auch mal üben. Da muss ich mit Spin Jump rein und dann geht's da drüben. Okay, Moment. Da muss ich mit Spin Jump rein. Nein. Da muss ich mit Spin Jump rein und dann geht's da rüber. Und dann, wie geht's denn dann weiter? Nein. Macht es, glaube ich, noch falsch. Nee. Nee. Oh, oh, das ist ein längerer Raum. Oh Gott. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Ein Grund mehr, den zu lernen, dass wir den können. What? What? Ich check nix.
Aber wenn ich da einen Spinjump drauf mache, falle ich ja direkt runter. Aber ich muss einen Spinjump machen. Anders kann ich gar nicht von dem Ding abspringen. Warte, wie geht das dann weiter, nachdem ich den zweiten On-Off gedrückt habe? Hä? Oh! Okay, nein, ich muss warten. Oh, der Raum ist richtig lang. Muss ich auf den? Jetzt muss ich auf den. Frech. Ich weiß nicht, ob es wert ist, den Raum zu lernen, weil... Oh, aber imagine, der kommt einfach als fünfter Raum und ich weiß nicht, wie er geht. Ja, ich muss ihn lernen, es hilft nichts. Mist. Wann drücke ich das, ist die Frage. Drücke ich das hier schon? Sodass ich dann darüber... Ja. Boah, wie lang geht der Raum? Ich meine, ich kann auch drauf spekulieren, den einfach hoffentlich nicht zu bekommen. Aber Bruder. Der Raum ist echt kritisch. Also da kommt ja so viel vor, was man machen muss. Da wäre ich in dem Fall, dass das Raum 5 ist, wäre ich eh viel zu aufgeregt. Bei meinem Glück kommt der jetzt genau als Raum 5 irgendwann. Okay, nein! Oh. Kann ich da zurückspulen, dass ich da oben drauf? Okay, aber jetzt haben wir es gesehen. Auf den Swamp und dann in die Tür. Bruder. Okay, den müssen wir uns jetzt auch mal anschauen. Also wir gehen da rein. Dadurch, dass wir da reingehen, fällt da was runter. Ja. Was nützt mir das, dass das Ding da runterfällt? Also, was will ich denn erreichen in dem Raum? Ich will irgendwie da rein... Hä? Ah, da muss irgendwas an... Ich glaube, da muss noch irgendwas anderes fallen. Ich glaube, man muss einfach mehrmals den On-Off drücken. So ein Ding wird das sein. Und weil die da drin liegen, ich glaube, man muss einfach dreimal den On-Off drücken und dann fällt irgendwas runter, was ich brauche. Was auch immer das dann ist. Yoshi oder so. Keine Ahnung. Yoshi wäre tatsächlich sinnvoll. Und jetzt kommt da ein Yoshi runter. Ach, ein P-Switch. Da kommt ein P-Switch runter, okay. Jo, dann ist der Raum vielleicht ja sogar machbar. Weil wenn das alles ist, was man tun muss... Und der P-Switch bleibt... Hä, der kommt eh! Was ist da drüben? Es ist ein Yoshi! Oh mein Gott, es ist einfach ein Yoshi! Also der P-Switch kommt eh! Und das Yoshi kommt... Okay. Ja, okay. Raum gecheckt. Raum gecheckt. Wenn er jetzt wieder kommt, kriegen wir ihn hin. Theoretisch. Und ich muss halt, ich muss die Räume, die Anzahl an Räumen erhöhen, die ich schaffen kann. So, sonst schaffe ich es nicht. Ah, okay, den Raum müssen wir uns auch anschauen. Setz schon mal einen State für den Fall, dass es gleich schief geht. Weil, genau, den muss ich auch lernen. Also nicht.
Okay, so. Das war's eigentlich, ne? Jetzt muss ich nur noch da unten den Block richtig erwischen. Ja, okay. Gut. Alles klar. Wieder einen Raum gelernt. Den wissen wir, wie er geht. Pff, Mama mia. Den wissen wir auch, wie er geht. Habe ich zwar bisher noch ganz oft, ganz selten geschafft, aber wir wissen, wie er geht grundsätzlich. Okay. So, jetzt mal richtig. Rüber bei 3 und hier hoch. Okay, sehr schön. Raum 2. Okay. Könnte ich, müsste ich eigentlich schaffen. Oh, ärgerlich sowas. Okay, den wissen wir auch. Ah, zu weit. Das ist dann der Moment, wo es ärgerlich wird. Okay, den wissen wir noch nicht. Ich setze gleich mal ein State. Also wir wissen ihn, aber ich habe ihn noch nicht geschafft. So muss ich es ausdrücken. Ja, weil... ich muss irgendwie dann da rüberkommen. Und dann kommt dann nochmal so ein Viech runter. Okay. Irgendwie so... ja! Okay, so in etwa. In etwa. Grob. Ganz grob. Also so drauf, hier rüber, hier runter und dann... mhm. Was kommt denn da für ein rosa Ding runter? So, das hat jetzt gepasst. Das ist ein Block, auf den muss ich drauf. Das ist der Block, auf den ich drauf muss, um in die Tür zu kommen. Oh, shish. Ach, da muss man wieder auf ganz viel gleichzeitig achten. Oh. Also definitiv kein Raum. Hä, nee, da, ich komme auch so in die Tür. Hä, was? Da ist einfach Boden. Ja, was ist dann hier das Problem? Mit dem, also wozu ist dann da dieser, hä? Ja, wenn ich einfach so stehen kann, komme ich ja... ist es dann irgendwie, dass mich das töten soll oder keine Ahnung? Weiß es nicht. So. Aber einen weiteren Raum gelernt. Okay, den müssen wir uns jetzt auch mal vollständig anschauen. Grundsätzlich habe ich ihn ja verstanden, aber ich muss mal gucken, ob da noch irgendwas kommt, was ich noch nicht verstanden haben könnte. So, ich fahre hier oben weiter. Ah, nee, das war's dann. Okay, das war's dann. Alles klar. Gut. Yo! Das Level ist... das ist eins von den Wesen, was ich am interessantesten irgendwie finde. Weil es so anders wirkt, als was es am Ende ist. Okay, jetzt holen wir uns erstmal einen der Switches. Drücken dann den anderen Switch. Das war schlecht, weil jetzt komme ich nicht mehr da durch. Ja, okay. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie es genau gehen würde. Ich dachte eigentlich, ich kann den drücken. Ja, genau so nämlich. Ich wollte mich drehen, das war die falsche Taste, die ich gedrückt habe. Das wollte ich auch nicht drücken. Moment, so. Ich wollte mich da drehen, das war die falsche Taste, die ich hatte. So, dann kann ich nämlich hier durch. Ah, reicht es, reicht es, reicht es? Ja, es reicht. Jetzt muss ich den nur passend... nein. Jetzt muss ich den nur passend dann da... oh, das ist so kritisch, ne? Den muss ich dann nur passend da loslassen. Schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Reicht nicht. Okay, jetzt kann ich mich schon treffen lassen. Nein! Oh, das ist so kritisch, den loszulassen passend. Also definitiv nichts für Raum 5 hier. Da drehe ich ja durch. Wenn das mein Raum 5 wird, drehe ich durch. Real Talk. So, jetzt kann ich mich treffen lassen. Nein, jetzt verlasse ich den Fall. Was ist das denn? Okay, weiter. Durch, 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 durch. Gut. Nein, zu bald, zu bald. Wenn ich mich da schon treffen lasse, ist Feierabend. Jetzt kann ich mich treffen lassen. Nein! Der muss in die Lücke. Ja,
und dann durch die Tür. Oh Gott, das ist so... Okay, jetzt können wir uns gleich mal den Raum anschauen. Ob ich den irgendwie realistisch schaffen könnte. Ich glaube es nämlich nicht. Da muss man so viel mit Regraps arbeiten. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, also in etwa so. Aber das... Das wäre höchstens als erster Raum. Dass der halt weg ist. Aber so als späterer Raum ist das ein Raum, der mich killen wird. Okay, jetzt hätten wir ihn. Boah. Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Okay. So. Okay, den schaffen wir. So viel dazu. Ich meine, notfalls schaffen wir das Level ja mit Save States, ne? Ein Raum, ein Save State, keine Ahnung. Aber ich will eigentlich, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der Sinn des Levels geht halt wirklich mit Save States verloren. Ich nutze die nur zum Üben. Für nichts sonst. Okay, das wäre ein Raum, den wir schaffen könnten. Nein, ich nehme die Schlock nicht. Ja, jetzt ist vorbei. Mehr kann ich nicht tun. Okay. Okay, den Raum schaffen wir. Also, wir müssen halt unser Repertoire an Räumen, die wir schaffen können, einfach erhöhen. So, das ist das Ding. Okay, den schaffen wir vielleicht auch. Aber da setze ich gleich mal einen State, weil den müssen wir uns wahrscheinlich genauer angucken. So viel dazu. Den haben wir noch nie vollständig gesehen. Ich muss vor allem in Erfahrung bringen, inwiefern ich diesen blauen Block noch benötige. Weil theoretisch, genau, kann ich ja so hier hoch. Und jetzt ist halt die Frage, brauche ich den blauen Block da unten noch für irgendwas? Der müsste doch jetzt hier eigentlich kaputt gehen längst. Ah, für den Kollegen brauche ich den blauen Block, oder wie? Also wie lange soll ich denn den behalten? Kann man den echt so lange behalten? Wahrscheinlich ja. Nein, loslassen einfach nur. Da ist ein Pfeil nach unten. Das heißt loslassen. Ja. Aber der geht doch... Also der geht doch in der Zwischenzeit längst kaputt. Das ist doch echt kritisch. Ich setze mal hier drauf einen State, weil mich das nervt, da immer wieder runterzufallen. Bruder. Mann. Auch das kein guter Raum 5. Also Raum 5 haben wir bisher echt ganz wenige, die... wo ich in Anführungszeichen dankbar wäre. Nein! Okay, dann muss ich da... Boah. Also das ist absolut kein dankbarer Raum. Na. Also alleine Räume, wo ich zigmal den State laden muss, bis ich sie das erste Mal schaffe, sind keine guten... sind keine guten Raum 5 Kandidaten. Nein, ich hasse diese Wolken da oben. Die sind verkehrt rum. Jetzt sehe ich das erst. Die sind verkehrt rum. Ja, deswegen knall ich da nämlich immer mit dem Kopf gegen. So. Ja, und jetzt geht er kaputt. Oh. Ich sage ja, das ist knapp. Also nicht nur... dass das alles hier am Stück scharf klappen muss. Nicht nur das. Es ist halt auch noch super knapp. Das ist... Nee. Also, das ist kein Raum 5. Ich könnte den so kaputt machen, aber ich brauche den. Ich muss den nach hinten schieben, dass ich über den drüber komme. Also, ich brauche den sogar noch.
Das ist das Ding. Das Einzige, was ich probieren könnte, um das zu erleichtern, wäre ja, dass ich das hier mache, ne? Dass ich den da hochwerfe und... Ach so, ja, geht nicht, weil ich entweder hochwerfen kann oder den Spinjump mache. Und das... Wobei, geht das vielleicht? Oder kill ich dann den Typen? Ja, nee, schlechte Idee. Nee. Muss es schon so machen, wie es gedacht ist. Okay. Das geht immer noch weiter! Wie lang ist der Raum? Das ist ein eigenes Level. Das ist ja die absolute Niete, den zu ziehen. Nee. Ich spule mal ein bisschen zurück, dass ich zumindest da weiterspielen kann. Den brauche ich immer noch dann. Und jetzt erst geht's runter und dann bin ich da auch noch zu lang. Okay. Der Raum ist die absolute Niete. Das schaffe ich niemals. Wenn das mein Raum 5 irgendwann wird, das schaffe ich niemals. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Den will ich gar nicht spielen. Wenn ich den mal in einem Ablauf bekomme, dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn ich den als erstes bekomme, dann... Nee. Ciao. Das ist auch so ein scheiß Raum. Das ist auch so ein ganz schlimmer Raum. Ja, jetzt hätte ich es fast geschafft. Uff. Ja, der... Als Startraum ist okay. Weil dann ist er halt weg. Wenn man ihn schaffen sollte. Also als Startraum sind die alle okay. Aber ich will die nicht später im Verlauf haben. Oh Gott. Okay, so, diesmal rutschen wir nicht runter. Alles klar. Das Ding ist, wir haben diesen Raum noch nie geschafft. Aber wir wissen, wie er geht. Nein. Ach komm, ich muss warten. Ist ja in Ordnung, ich warte ja. Jetzt ist er groß. Ich konnte nicht mehr springen! Oh, Mann. Okay. Das ist jetzt doof, weil ich muss irgendwie so und dann so. Und wohin denn dann überhaupt? Zurück, 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 zurück. Da ist die Tür. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Moment. State. State, state, state. So. Ja. Das Gute ist ja, dass man sich vorbereiten kann, was die Finger angeht. Okay, das... Oh. Das ist echt kritisch, ne? Ja, zu hoch. Ja, genau so, genau so. Okay. Puh, als erster Raum auch wieder ganz okay, aber ansonsten weiß ich nicht. Muss ich nicht haben. Oh nein. Das könnte... Ja, ich wollte gerade sagen, es könnte mal was werden, aber nee. Nee, tschüss. Den brauche ich gar nicht spielen. Da vertue ich nur meine Zeit. Okay, den staten wir mal, weil den kenne ich noch nicht so richtig. Also, ich komme hier raus. Ich gehe auf diese Bombe. Dann gehe ich auf den Kollegen... Ich gehe um hier raus, ich gehe auf diese Bombe. Okay, super. Also ich gehe auf diese Bombe, dann gehe... Ah, ich hätte ihn auslösen müssen vorher, okay. Ja, ich glaube, ich check's, wie es gedacht ist. Dann muss ich an den Apfel ran. Und in der Zeit spawnt der hier wahrscheinlich wieder, weil ich bis nach links gekommen bin. Ja. Und dann kann ich... Genau, und dann kann ich über den... Da hoch. Okay, verstanden. Nicht schön, aber verstanden.
Ui, okay, der Raum. Können wir theoretisch? Aber wird auch kritisch. Oh, ich glaube nicht, dass ich 5 am Stück schaffen werde. Ich glaube, wir werden am Ende halt staten. Aber ich würde schon gern mal probieren. Wir hatten es ja schon mal fast. Also fast hatten wir es ja schon mal, ne? Muss man ja dazu sagen. Okay, den muss ich auch mal üben jetzt. Das könnte auch so ein längerer Raum sein. Weiß ich nicht. Aber wir hatten es ja schon mal fast. Hätten wir diesen Lavaraum damals geschafft, und ich weiß mittlerweile, wie er geht, hätten wir es gehabt. Oh Gott, wie lang ist das Ding? Das ist auch so eine Niete. Das ist auch einfach so eine Niete. Den Raum zu ziehen ist kompletter Mist. Wo muss ich denn dann hin? Ich sehe nicht mal eine Tür, da geht's doch überhaupt nicht zur Tür. Ich habe keine Ahnung. Nee. Okay, da rein, aber dann... Aber man merkt es doch allein jetzt schon wieder, wie oft ich hier sterbe. Ist es auch noch rutschig eigentlich? Ist es auch noch rutschig, ja, klar. Logisch. Wäre noch sonst noch nicht schwer genug. Okay. Okay, so. Aber bitte nicht an der Stelle sterben. So. Ach, ich hätte die Bombe für den Kollegen nehmen müssen, oder was? Oh. Und was mache ich dann, wenn ich die Bombe habe? Die explodiert sowieso. Also ich kann das gar nicht verhindern. Die... Kann ich das irgendwie, also kann ich das irgendwie verhindern, dass die gleich... Kann ich nicht. Ich glaube, die hat einen festen Timer. Nee, ich kann sie schon. Ich kann sie ganz normal wie die anderen Bomben auch. Okay. Das hört halt nicht auf, das Level. Kann der nochmal schießen? Wahrscheinlich muss ich das auch noch mit dem abpassen, dass der Yo, nee. Das Level skippe ich, wenn das kommt. Okay, das könnten wir jetzt mal versuchen zu lernen. Da muss ich irgendwie... Ja, irgendwie so. Nachdem ich den angestupst habe... Nachdem ich den angestupst habe, muss ich die Taste drücken. Und dann da hoch. Okay. Das ist halt auch wieder, ich weiß jetzt, wie es geht, aber das umzusetzen, wenn es dann drauf ankommt, schwierig. Schwierig. Okay. Dafür müssen wir uns jetzt auch was überlegen. Okay, das ist das Timing. Gut, muss ich halt hinkriegen. Kann ich eigentlich jetzt sogar nutzen, weil ich habe nicht den State geladen. Ich habe nur gesetzt. Ja, moin. Das war's. Das war's dann auch in der Reihe. Ey, so viel Müllräume heute dabei. Na, das ist der Raum, wo ich immer am Anfang sofort sterbe. Den können wir uns jetzt auch mal genauer angucken. Ja, das war's im Prinzip dann auch schon. Das jetzt doch nicht. Kann man das noch retten, theoretisch?
Ich denke, theoretisch kann man es dann noch retten, aber schwierig. Ja, das Ding zu treffen, das Ding passend zu treffen, ist halt auch wieder so ein... So für den ersten Raum ist so... Für den ersten Raum ist okay, dann ist er weg. Aber kein Raum, den ich später haben möchte. Mann, ich treff's nicht. Komme ich da dann nochmal hoch, wenn ich das da... Ja, toll. Ich krieg's kotzen, echt? Okay. Gut, also das würde funktionieren. Toll. Boah. So viele Misträume. Okay, den wissen wir, wie er geht. Aber es gibt echt zu viel Mist. Ich werde das nicht am Stück schaffen. Ich werde es mit States am Ende machen müssen. Also ich setze mal ein State, weil ich schätze, dass wir den nicht sofort schaffen werden. Ja, so viel dazu. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, wie er jetzt geht. So, dann darüber. Ja, und dann da hoch. Okay, grundsätzlich verstanden. Grundsätzlich verstanden. So. Okay. Wir bekommen den als ersten Raum. Okay, den wissen wir theoretisch auch, wie er geht. Ja, das war es eigentlich jetzt schon. Oh, ich bin dumm. Ich hätte es andersrum machen sollen. Ja, okay, schade. Den Fehler als fünfter Raum zu machen, wäre wieder doof, ne? So, den Raum kennen... Oh, nee. Jetzt sterbe ich in dem Raum auch noch. Aber wir wissen, wie er geht. Den kenne ich schon. Jetzt haben wir den wieder. Den Raum werde ich niemals am Stück schaffen. Also das sehe ich mich nicht. Ich verstehe nicht, was die Koopas hier sollen. Ich verstehe das Setup nicht. So, das ist das Ding. Ich verstehe einfach das Setup nicht. Nein, jetzt habe ich mich jetzt schon treffen lassen. Ja, das war es wieder. Ja, schade. Könntest du ja mal versuchen. Okay, den können wir auch mal staten. Den weiß ich auch noch nicht genau, was ich da tun muss. Komme ich jetzt wieder da drauf? Okay, vielleicht doch so, wie ich es mir gedacht habe. Dass ich auf den gehe, dann gehe ich auf den. Dann komme ich hier wieder zurück. Und dann? Und dann schmeißt er da oben was runter. Vielleicht funktioniert das tatsächlich. Dass ich dann über den da hochspringe oder sowas. Aber das ist ja insane. Ja, aber es ist halt... Okay. Es ist halt immer noch machbarer als diese großen Räume. Den habe ich noch nie gesehen. Es gibt noch neue Räume. Sensationell. Okay. Ach so, jetzt muss ich zurück. Scheiße. Okay, das... Oh. Okay. Okay. Jetzt muss ich mit dem Shelljump da hochkommen. Dann war's. Und wenn's nicht klappt, war's das schon. Oh Gott, nee. Ja, ist auch kein schöner Raum. So. Und jetzt... Oh nee, jetzt muss ich noch mit einem von den Fischen darüber. Und das am besten, wenn die Pflanze gerade nicht da ist. Das war zu bald, aber dann passt's. Nein, so nicht.
Jetzt passt's. Nee, wieder ne. Was? Wie? Wann? Das passt doch. Wann soll das denn passen? Jetzt. Nee. Hä, wann soll das denn passen? Oder muss ich... Oh, ich muss beide nutzen. Ja, oh mein Gott. Schlimmer Raum. Schlimmer Raum. Holy moly. Okay, den kennen wir jetzt theoretisch. Aber der ist halt auch nicht so einfach. Nichtsdestotrotz haben wir ihn. Okay. Raum 2. Okay. Den könnte ich schaffen. Wenn ich nicht Müll mache, könnte ich den schaffen. Nice. Raum 3. Den habe ich noch nicht geschafft bisher. Auch da, ich weiß grob, wie er geht, aber den werde ich nicht schaffen. So, das ist das Ding. Ja, und dann muss ich da noch hoch. Ja, ich weiß, wie er geht, aber schaffe ich nicht. Am Stück. Okay, den können wir. In dem darf ich niemals drauf gehen. In dem darf ich niemals drauf gehen, wenn es drauf ankommt. Jetzt am Anfang wäre es nicht so dramatisch. Das wäre ein schöner Raum 5 eher. Aber puh. Okay, den kennen wir auch. Habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. So, jetzt muss ich eigentlich... Ich muss eigentlich nur den... Das war die falsche Taste. Ich muss eigentlich nur den Dings richtig abpassen. Aber woher weiß ich, wann dieses Ding fällt? Oh mein Gott, es ist... Ja, muss ich dafür springen, dass das passiert? Oh, tatsächlich. Einfach nur da stehen bringt nichts. Ich muss den auslösen, sozusagen. Jo, aber das ist ja... Boah. Vielleicht kann man das dann gleich verknüpfen irgendwie. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Ich raste aus. Nee, das ist... Nee, das passt hinten und vorne überhaupt nicht. Nee, das haut nicht hin. Das muss ich anders angehen. Aber er wird wirklich durch meinen Sprung ausgelöst. Ich weiß nicht genau, was ihn aus... Oh, nee. Ich meine, ich weiß, wie es geht, aber kein guter Raum. Shit. Okay, den habe ich noch nie so richtig gecheckt. Okay, jetzt habe ich ihn, glaube ich, gecheckt. Ja, okay, den habe ich gecheckt. Boah, nicht schön, aber gecheckt. Und ich glaube, wir haben keinen State genutzt, also kann ich, denke ich, einfach weiter. Och. Ja, kann ich schon aufhören. Oh mein... Okay, das war actually ganz gut. Okay, den hatten wir schon lange nicht mehr. Den kann ich. Raum 2. Okay, das Timing hier müssen wir jetzt uns mal anschauen. Okay, müssen wir nicht mehr anschauen. Raum 3. Oh, den könnte ich auch schaffen. Bitte nicht versauen. Nein! Oh, okay, wir waren mal wieder bei Raum 3. Okay, den kann ich auch. Den kann ich auch. Ach ja, super, danke. Danke für nix. Ich weiß nicht, wie... Okay, da muss ich irgendein Timing rausfinden. Ah. Okay, den können wir. Ja, wenn man halt nicht dumm ist, kann man den. Den können wir noch nicht. Der hat ganz komischen Anfang auch. Das ist das, genau, da falle ich gleich so ganz merkwürdig runter. Da muss ich auch wieder irgendwie ganz anders mit der Taste starten. Ja, irgendwie so. Ja, irgendwie so.
Okay. Ich glaube, ich habe jetzt gecheckt. Ja, okay. Und dann dahin. Okay, alles klar. Okay, den können wir. Das ist ein ziemlich sicherer Raum. So viel dazu. Okay. Zum Starten ist der Raum okay, weil dann wäre er weg. Aber ich schaffe ihn halt nicht auf Anhieb. Das ist das Ding. Mit States kriege ich ihn hin, so. Aber... jetzt schaffe ich den. Ach, das ist doch frech. Ah, jetzt kommt der wieder. Oh mein Gott, ja, geil. Oh Gott, okay. Nein! Okay, wir waren mal wieder bei Raum 3. Ah, super. Aber wie gesagt, besser als besser am Anfang, dann wäre er weg. Aber, naja. Ihr seht es ja selber. Oh, kenne ich den schon? Ach, das ist der. Da habe ich mal den Anfang gesehen und dann bin ich direkt gestorben, so wie jetzt auch. Ich überlege gerade, ob ich über den Laser gehen will. Ich glaube, ich will gar nicht über den Laser gehen. Ich glaube, ich will über den Kollegen da unten gehen. Ja, ich will über den Kollegen lieber gehen, glaube ich. Wie lang ist der Raum, ey? Das ist jetzt wieder die Frage. Nicht lang. Okay. Raum verstanden, aber nicht gut. Kein guter Raum. Den kenne ich nicht. Den müssen wir uns mal angucken. Doch, den haben wir mal ganz kurz gesehen. Aber das war's dann auch schon. So nicht. Was muss ich da... ah, okay. Raum verstanden. Okay. Raum verstanden. Puh. Okay, den kennen wir. Da haben wir theoretisch auch eine Strategie, wie er funktioniert. So. Oh, nee. Aber als erster Raum wäre es ja ganz nett, wenn er weg wäre, tatsächlich. Nein! Oh, das war's. Scheißdreck. Okay. Den hätte ich eigentlich gerne als hinteren Raum. Den kann ich mir tatsächlich... also den kann ich mir ganz gut als letzten Raum vorstellen. Imagine, ich bekomme ihn als letzten Raum und versau. Okay. Auch den kann ich mir ganz gut vorstellen. Ah, scheiße. Yes. Okay, auch den kann ich mir vorstellen. Ich hab wieder die Shell verfehlt. Das gibt's doch nicht. Ich schmeiß doch dann, wenn die grünen Münzen kommen. Mano. Den hatten wir heute auch noch nicht. Der ist eigentlich auch ganz machbar. Auch den haben wir noch heute nicht gehabt. Der ist auch machbar. Okay. Wir könnten mal wieder in Raum 3 kommen, wenn ich das jetzt hier nicht versaue. Das Schwierigste ist in dem Raum noch den grauen Pieselstand zu drücken, ohne dass man in die... oh ja, den hatten wir auch noch nicht heute. Stimmt. Aber das ist eher... das ist mein idealer Raum 5. Den als Raum 5... seit wann passiert das denn? Hilfe. Das ist noch nie passiert. Den als Raum 5 bekommen wäre ziemlich cool. Wenn dann nicht sowas passiert wie gerade. So, das ist das Ding. Nein. Ich habe gerade was überlegt, ob das vielleicht hilft, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ah, fast hätten wir es mal wieder schaffen können. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Was passiert hier? Yo, what? Yo, what?
Muss ich da drauf, wenn der zurückgeht, oder was? Ich glaube, ja. Okay. An sich ein ganz okayer Raum. Fehlerbehaftet, aber okay. Ah, der wieder. Scheiße. Ach, oh Mann. Ich will das eigentlich echt ohne Stage schaffen, aber... Also wenn wir es im nächsten Part nicht schaffen, dann werde ich staten. Weil dann habe ich mir genug Räume auch angeguckt und gelernt. So, den haben wir auch noch nicht richtig gespielt. Ich weiß grob, was passiert, aber so ganz gecheckt habe ich den noch nicht. Muss man irgendwie hin und her, dann kommt hier der P-Switch und... Ja, aber was mache ich denn dann, wenn der P-Switch ausgelöst ist? Was löst der denn aus, der P-Switch? Da muss irgendwo jetzt noch ein Grauer herkommen. Ach so. Das heißt, es ist pures Aushalten. Okay, es ist pures Aushalten. Und ich könnte aber sogar den Kollegen da auf der Seite, den kann ich nämlich erledigen. Die anderen, da komme ich nicht ran, aber den kriege ich weg. Ich glaube, das wäre dann sogar hilfreich, wenn ich das schaffen würde immer. So, wenn ich den wegkriege... Ich glaube, das wäre ganz hilfreich. Dann kann ich auf der Seite nämlich besser chillen. Aber die Frage ist, ob ich dann wieder zurückkomme auf den Kollegen. Ja, doch, komme ich. Also das wäre, glaube ich, ganz gut, das hinzukriegen. Und das läuft auch ziemlich sicher. Ja, das läuft ziemlich sicher. So, und jetzt muss ich nur auf den Grauen warten. Und den halt passend drücken. Das kann ich sogar auf dem Mancher machen. Ja, das war's. Okay. Okay, der Raum hat damit auch eine gewisse Gefahr weniger. Er ist machbar. Okay. Den wissen wir mittlerweile, wie er geht. Ich muss aber erst den drücken, bevor der Yoshi kommt. So, jetzt kann Yoshi kommen. Dann nur nicht in die Manche springen. Okay, so, Raum 2. RNG ist aktuell auf unserer Seite. Scheiße. Noch ist RNG auf unserer Seite. Scheiße. Nice. Raum 3. Nicht versau! Mit steigenden Räumen steigt halt auch die Aufregung. Schade. Oh, nee. Nee. Da geh ich. Den probieren wir. Das probieren wir gar nicht erst. Wenn ich die bekomme, Pech gehabt. Ja, okay. Den können wir uns jetzt mal anschauen. Den können wir uns jetzt mal actually richtig anschauen. Was ich da tun muss. Dass ich den... Vielleicht ist der ja einfach und ich check ihn nur nicht. Also, keine Ahnung. Da drüben komme ich irgendwie drauf, aber... Dann da unten, okay. Ich habe so eine grobe Vorstellung. So eine ganz grobe Vorstellung habe ich. Ja, und dann da drauf und dann irgendwie da oben, aber... Wait, die dreht sich weiter, ne? Oh, ich glaube, ich check's. So ein bisschen. Ich treffe die gelbe viel zu selten, viel zu richtig.
Mann, ich krieg's nicht hin. Wieso springe ich jetzt nicht mehr auf der gelben? Ich check's nicht. Wieso springe ich jetzt nicht mehr auf der gelben? Wieso springe ich nicht mehr auf der gelben? Ja, und dann mache ich einen Shell Jump. Yo, das ist enorm viel auf einmal. Aber so als erster Raum wäre das, denke ich, sogar möglich. Als erster Raum könnte man sich das sogar ganz gut vorstellen, glaube ich. Weiß es noch nicht. Ist nur das Problem, dass man die Shell killt. Wahrscheinlich soll man die deswegen hier hochwerfen, dass die dann da drüber... Ja, dass die dann so rüber segelt. Och. Och, Leute. Ja, und dann Shell Jump. Nee, okay, ist kein Raum für mich. Nee. Nee. Das würde ich unter Aufregung nie schaffen. Ach, scheiße. Ja, genau. Okay. Den schaffen wir wieder. Also, wir haben relativ wenig Räume, die wir schaffen. Ja, super. Wir haben relativ wenig Räume, die wir schaffen können. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir die richtige... Ja, super. Ja. Ja, das ist auch ein Raum, den wir schaffen können. Der ist definitiv in unserem Repertoire der machbaren Räume. Gut. Raum 2... Okay. Der ist auch in unserem Repertoire der machbaren Räume. Raum 3. Ich weiß, wie er geht, aber ich habe ihn vorhin noch nicht geschafft. Aber er ist machbar. Okay, let's go. Nein, andersrum, andersrum. Scheiße. Ja. Ich hab's doch verstanden, aber es muss andersrum sein. Scheiße. Okay, wir machen jetzt noch 5 Versuche und dann beenden wir den Part wieder. Und wie gesagt, nächstes Mal, wenn es dann nicht klappt, machen wir es mit States. Aber 2 Parts, beziehungsweise 3 Parts gebe ich dem Level. Soll keiner sagen, ich hab's nicht versucht. Da, oh, das war frech. Oh, das war frech. Den haben wir vorhin sogar mal geschafft. Ja, so nicht. Okay, noch 3 Versuche. Ja, das ist halt zu knapp. Aber das wäre eigentlich ein machbarer Raum. Oh, nee. Ja, komm, das probieren wir gar nicht erst. Okay. Der wäre wieder drin. So, Raum 2. Yo. Nein, ach Mann. Ah, den kenne ich noch. Genau, also den, ich kenne ihn, aber ich habe noch nicht richtig gecheckt. Da muss ich jetzt auch mal gucken, wie der eigentlich gedacht ist. Ah, dass ich dann Spin Jump drauf mache wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich habe es gecheckt. Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Dann warte ich auf dem. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur... Schaffe ich das? Hier gegen. Und dann da hoch. Okay. Okay. Doch, der wäre... Der wäre im Rahmen. Der wäre im Rahmen des Machbaren. Okay.
Jo, der ist sowieso im Rahmen des Machbaren. Gut. Okay, den hatten wir auch schon mal gesehen, habe ich dann versaut. Aber erst nur, weil ich nicht wusste, wie der geht. So. Nein, der haut ab! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, shit. Ja, damit ist das dann hier auch erledigt. Scheiße. Der haut ab, der Frechdachs. Ah, das ist ärgerlich. Okay. So, ich glaube noch zwei Versuche oder so. Keine Ahnung, ich habe nicht mehr gezählt. Da muss ich hier oben landen. Das war's, weil der jetzt abhaut. Nee, da kommt. Der dreht um, okay. Dann habe ich da sogar ein bisschen Zeit! Ja. Okay, letzter Versuch. Ja, moin. Okay, das ist kein Raum, den wir jetzt so auf Anhieb schaffen werden. Hab nichts gesagt. Na, oh, ich muss den sogar. Ich muss den sogar wirklich mitnehmen. Oh mein Gott, das habe ich nicht gecheckt. Ich muss den sogar wirklich mitnehmen. Oh mein Gott, okay. Okay, da ist Yoshi. So. Jetzt muss nur der Sprung sitzen. Okay. Raum 3. Genau. Ja. Okay, aber wenn wir bis Raum 3 kommen, mache ich noch einen Versuch. Schade. Okay. Gut. Gut. Wir haben mehr gelernt. Wir haben mehr gelernt. Das Level braucht einfach ein paar Parts. Das Level braucht einfach ein paar Parts. Es ist halt so. Danke fürs Zuschauen. Und übrigens, das Level hat keinen Mond. Wobei, vielleicht gibt es ja nach den 5 Räumen dann irgend noch einen Abschnitt mit einem Mond. Keine Ahnung. Danke jedenfalls erstmal fürs Zuschauen und tschüss.